Hallo, hier, willkommen zu Ski Challenge 2013. Ich für Müller, für Gameshow 741, werde euch dieses Spiel im Internet zeigen. Wir werden jetzt einmal alle Rennen, das jetzt freigestellt sind, fahren. Und wir fangen mal an mit Grün. Ja. Und dieses Spiel geht ums Skifahren und ja, sind wir schon da. Ja, jetzt lassen wir los die Ski und auf geht's in Grün. Die Fans feuern uns auch schon an. Und Sprung. Nein, das war jetzt kein Sprung. Das war Sprung. Aber schwach. Schwach. Jetzt kommen wir zu Fort und wir den Skilehrer, wie es da schon schön heißt, einholen. Auch wenn es danach noch nicht ausschaut, wo ich noch eine Sekunde oder ein Zettel hinten bin, aber jetzt ist erst. Und ja, jetzt ist vorbei. Dann fahren wir von neu an. Hoppala. Ja, Neustadt. So ist es. Entschuldigung. So, auf geht's jetzt richtig. Ein Skilehrer, der 2,35 im Grünen runtergefahren ist. Wir werden den toppen, das verspreche ich euch. Wir sind jetzt schon vorne. Ab der Zwischenzeit gibt es dann auch gleich. Das werde ich euch dann sagen, wann die kommt. Kommt jetzt dann gleich. Hinter der Sprung. Hier. Wo ich vorher gestürzt bin. 9/10 bin ich vorne. Es wird im Laufe des Fahrtes natürlich schwer. Und da muss man hoch nach links rausfahren, dass man nicht zu weit abgetragen wird. Und jetzt Gas. Also mein Hocke. Und der geht 40 Meter weit. Wunderbar. Da sollte man nicht abbremsen. Da jetzt Achtung, zwei Tore aufeinander und der geht 17 Meter. Und die Gas 95 km/h. Und jetzt rechts halten. Und in Hocke weiter. Nicht zu viel lenken. Nächste Zwischenzeit. Wie viel? 2 Sekunden. Wird immer mehr, wie ich es euch so gesagt habe. Ja, jetzt wieder Zwischenzeit. Hopp. Rufen die Fans. Und jetzt ist es vorbei. Oder geht es das noch? Jetzt hat er mich schon gehört. Wir fahren aber trotzdem noch weiter. Ich möchte euch die Piste auch vorstellen. Okay, das war's. Mit so einem Skilehrer hätte ich. Das ärgert mich jetzt schon. Und der nächste Fehler. So. Und. Nächster Fehler. Zum Startmenü. Und wir werden neu starten. Und zwar jetzt. Auf geht's. So, aber jetzt wirklich. Und mit einem Sieg. 16 Meter, aber nicht so hoch. Und jetzt über den Sprung, der wird über die 20 Meter gehen, 27 sogar. Der geht sicher nicht weit. 12 Meter. Der geht jetzt wieder, 21 Meter jetzt. Wieder die erste Zwischenzeit, eine Sekunde schon vorne. Jetzt aufpassen, jetzt wird es da links gehen und Sturz. Ach man, scheiße. Ich will immer sehr knapp ans
Dorf ranfahren, ja. Es ist, besteht wirklich die Gefahr, den Sturz. Und jetzt ist das Rennen vorüber. Ja. 9 Sekunden. Werden wir vielleicht ein wenig gut machen. Schätze auf 7 Sekunden. Vielleicht sogar mehr. Aber da muss schon der Skilehrer, wie es schon hier steht, besser fahren als ich. Boah, unerwarteter Sprung, 35 Meter gleich. 8 Sekunden, ja, wir haben schon ein wenig aufgeholt. Fehler. Gekostet. Aber wir sind 114 km/h. Höchstgeschwindigkeit. Hier jetzt mal und das jetzt 9 Sekunden wieder, ja, da haben wir verloren und jetzt war es das. Hallo, hier wieder zurück zu Ski Challenge 2013. Ich habe ein Problem gehabt, deswegen habe ich kurz schneiden müssen, aber wir fahren dasselbe Stelle weiter. Und der gleiche Fehler wie letztens und hier tragt es mich weiter runter, aber 19 Sekunden Rückstand, ja. Das war's fix zum Rennen. Das kann ich nur mehr hoffen, ohne Sturz mehr runter zu kommen. Ich werde dieses Rennen aber neu starten für euch. Und einmal ein richtiges Rennen hier runterfahren, wie es sich so gehört. Aber wahrscheinlich stütze ich wieder und habe lauter Blödsinn euch erzählt. Und letzter Sprung, das Ziel. Und ja, 18 Sekunden, ich konnte noch was gut machen, aber ja, leider war es das. Ja. Wir werden jetzt einen Neustart machen und jetzt einmal ein richtiges Rennen machen und auf geht's in Grün. Der Beginn geht sehr steil weg. Die erste Kurve sollte man super machen, dass man hier schon vorne ist. Und jetzt der Sprung an die 30 Meter. Nächster Sprung, der an die 17 Meter geht, 13 Meter, Entschuldigung. Und jetzt wieder der nächste, der geht weiter an die 21 Meter und 200stel zurück. Das holen wir jetzt auf, jetzt das ist da. Jetzt eng anfahren und jetzt sind wir vorne. Ja, das haben wir super gemacht, diese Schwierigkeit hier und jetzt sind wir 40 Meter und jetzt in Hocker bleiben besten und nicht zu viel raus hier. Achtung, jetzt zwei Tore. Sprung an die 22 Meter und nicht stürzen. Oh, das war ein Fehler. Kostet aber, wir sind sicher noch vorne bei der nächsten Zwischenzeit. Kommt jetzt gleich nach dem Sprung, vor dem Sprung und wir sind weit vorne. Oh, nicht zu viele abtragen lassen hier. Ja, jetzt mache ich endlich einmal ein richtiges Rennen und wieder vorne. Grün ist immer vorne und das war's. Hoffentlich ist er jetzt nicht, ja, geht sich aus, aber wir haben viel Zeit verloren. Solange er uns jetzt nicht überholt, sind wir eigentlich gut dabei. Und ja, passt. Und Fehler. Und Sturz. Und das war's jetzt. Das. Oder rechts unter sind wieder Zeit. Ja, das geht sich sogar aus. Wir bleiben vorne. Ach ja. Das war meine vorige Zeit. Ich schaffe, natürlich habe ich schon mal einen Lauf ohne Sturz runtergebracht,
Nur jetzt werden wir Aufnahmen nicht. Schade. Und jetzt letzter Sprung an die 30 Meter und jetzt gerade durch ins Ziel. Und 8 Sekunden Vorsprung. Und jetzt zum Startmenü, Hauptmenü. Und jetzt fahren wir mal das Training in Birmingham mit Sunshine. Die Spiel ladet, aber jetzt geht's los. Spielen und auf geht's in Bonio. Dein kleines Steilstück beginnt zu rennen und jetzt geht's. Jetzt dann gleich steil. Links nahe das Tor anfangen. Es war jetzt zwar nicht bei mir, aber jetzt erst Zwischenzeit gleich. Nach dem Start ein kleiner Sprung bis zu die 23 Meter. Nicht so wie ich jetzt. Ja, jetzt geht sich aus. Passt super jetzt. Und nein, das stört wirklich. Entschuldigung. Das regt mich jetzt völlig auf. Das ist ein unnötiger Sturz. Leider. Aber vielleicht tun wir es noch auf. Führen wir den Rückstand, 7 Sekunden, Vollgas, dann wird es vielleicht los. Riskieren, jetzt werden wir jetzt im Hintergrund bleiben. Nicht einmal hoppla, Tor vorbeigefahren, stört nicht im Training. Vielleicht können wir bei der nächsten Zwischenzeit viel rausholen. 7 Sekunden, nicht viel herausgeholt. Es wird aber nichts mit dem Sieg. Nächster Sturz, ja. Hoppala. Passiert mir schon wieder. Und hier eine Action-Einlage. Ja. Fangen wir mal weiter. Entschuldigung. Ja, das war das letzte Rennen in dieser Folge. Geht's beim nächsten Mal weiter. Hoppla. Auf die 20 Meter. Jetzt geht's 114, 120 km/h runter. Was da nicht zu nahe anfangen, sonst Sturz 13 Sekunden sollen wir nicht mehr. Leider. Durch blöde Fehler und Stürze. Aber da vorne sehen wir ihn. Das schaffen wir locker. Bisschen schummeln. Oh, wir haben ganz schön viel Zeit ausgeholt. Das sind jetzt 1 Sekunde bis 2 Sekunden. Rückstand. Das werden wir gleich sehen. Kommt jetzt. Oh, das Ziel, das geht sich nicht mehr aus. Mit 288 Hundertstel Rückstand geht sich leider nicht mehr aus für uns. So. Sprechen die Fahrt. Sprechen. Okay. Und das war's. Wieder. Und bis zum nächsten.